Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, einige Gedanken aus Handreichungen aus Markus 16, Verse 17, 18, ja, eigentlich bis zum Schluss. Ich lese aus der Elberfelder die zwei angesagten Verse. Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Markus 16, Vers 18. Sie werden Schlangen aufnehmen, und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Und dann gleich noch die letzten zwei Verse. Und beachtet die Zeitform, die Zeitform. Der Herr nun wurde, Vers 19, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten allenthalben, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. So. Sieht man also, dass die Verse 16, Markus 16, Vers 17 und 18, als das Evangelium Markus geschrieben wurde, schon erfüllt waren. Gehen wir weiter. Wenn wir das Ende des Evangeliums nach Matthäus lesen, finden wir die Zusage des Herrn: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Matthäus 28, Vers 20. Die Zusage seiner Gegenwart zu aller Zeiten haben wir, wo aber wir uns gesagt, dass die Zeichen alle Zeit von seinen Zeichen von seinen Jüngern vollbracht werden. Weder hier noch woanders gibt uns der Herr für diese Zeit der Gnade die Verheißung des Fortbestehens, des Wirkens offenkundiger Wunder. Und ebenso wenig die Zusicherung des Fortbestehens der Wundergabe. Darum wird in 1. Korinther 13, Vers 8 bis 10 ein Unterschied gemacht, durch die Worte aufhören und weggetan werden. Das sind die Gedanken aus den Handreichungen. Die andere Frage wäre, was wird unter Zeichen zu verstehen haben? Nicht jedes Wunder ist ein Zeichen, obwohl ein Zeichen fast immer ein Wunder ist. Die Schrift unterscheidet mächtige Taten, Wunder und Zeichen. Apostelgeschichte 2,22, 2. Korinther 12, 12. Mächtige Taten zeigen uns die Allmacht Gottes, Wunder offenbaren mehr seine Allgegenwart. Zeichen stehen in Verbindung mit seiner Allwissenheit. Zeichen tragen fast stets einen prophetisch-geistlichen, vorbildlichen Charakter. In ihnen finden wir stets eine Tatsache, die eine geistliche Sache verbindet. Zum Beispiel das erste Zeichen, welches der Herr Jesus tat, bestand darin, dass er Wasser in Wein, kein Traubensaft, verwandelte. Johannes 2, Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten ihn. Vielleicht auch zum Wissen, wir haben im Johannesevangelium 8 Zeichen, das in Johannes 2, Vers 11 ist das erste und es schlägt einen Bogen zum letzten, das dann auch wieder in Kana in Galiläa sein wird. Die 8 Zeichen sind verbunden. Das erste mit dem letzten,
das zweite mit dem siebten, das dritte mit dem sechsten, das vierte mit dem fünften. Könnt ihr alles auf bibelkreis.ch nachlesen. Diese Begebenheit bzw. dieses Zeichen ist ein Bild von der Freude im tausendjährigen Reich. Zugleich aber auch zeigt es uns die Freude im Herzen eines Menschen, der dem Herrn im Glauben erfasst hat. Nun wird in Markus 16, Vers 17 am Anfang wie auch am Schluss von Zeichen gesprochen. Wenn wir nun die gegebene Deutung berücksichtigen, kommen wir doch zu anderen Ergebnissen, als wie es gewöhnlich verstanden wird. Wenn wir auch annehmen können, dass diese Dinge im apostolischen Zeitalter erfüllt wurden, von Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, in Schlangen aufnehmen, eine geschichtliche, buchstäbliche Erfüllung fand. So sind wir doch gezwungen, eine geistliche Bedeutung in diesen Zeichen zu sehen, weil sie ausdrücklich vom Herrn Zeichen genannt werden. Diese Zeichen ist ohne Zweifel der vollkommene Sieg des Herrn über Satan, Dämonen, Schlangen, Tod, tödliches Trinken, Sünde, neue Sprachen, Schwache. Zum Ausdruck gebracht, was hätte es für einen Wert, äußerlich von diesen Dingen befreit zu sein oder bewahrt zu bleiben, wenn wir innerlich, geistlich von dieser großen Dreimacht, Satan, Sünde, Tod, für immer geknechtet wären? An den geistlichen Segnungen dieser durch die Zeichen vorgebildeten Dinge nimmt ein jeder Gläubiger teil, was ja auch das Wesentliche ist. Ohne dass die äußeren Dinge sich an ihnen vollziehen müssen, da sie doch nur die Schale, nicht aber deren Kern des Christentums bilden. Und nur zur Einführung und Bestätigung des anfänglichen verkündigten Wesens geschahen, um die Menschen zur geistlichen Erfüllung der mit den Sinnen und äußerlich wahrnehmbaren Zeichen durch den Glauben an den Heiland der Sünder zu bringen. Wer ohne Auftrag von Gott in die äußere Praxis von Apostelgeschichte 19, Vers 11, 12 verfällt, weil sie den Dingen anstatt Gott vertrauen, stürzt sich und andere ins Unglück und Verderben. Wer das in Apostelgeschichte 5,15 geschriebene nicht tut, kann, muss es halt mal lesen. Petrus war der größte apostolische Zeuge von Apostelgeschichte 2-15, Paulus von Apostelgeschichte 16-28. Jener der Apostel der Beschneidung, dieser der Apostel der Vorhaut. Sie waren die beiden Hauptaposteln. Woher könnte heute jemand das Recht ableiten, dasselbe zu tun? Es wäre Ähnliches, als wenn wir dem Worte Gottes, das uns durch die Apostel vermittelt, geoffenbart und abgeschlossen ist, noch etwas hinzufügen wollten. Wir können weder das eine noch das andere, weil es nicht Gottes Absicht ist. Wenn wir, 1. Mose 3, Vers 7, da wurde ihrer beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich zu Schürzen, und 1. Mose 3, 19, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, Erdboden, denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staube wirst du zurückkehren. Vergleiche mit Apostelgeschichte 19, 12, so
dass man sogar Schweißtücher und Schürzen von seinem Leibe weg auf die Kranken legten und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausführen, vergleichen, finden wir, dass beides Folge der Sünde waren. Jetzt aber, da Gott sich in seiner unumschränkten Gnade in Christo geoffenbart hat und Gott in seiner großen Barmherzigkeit selbst diese Dinge benutzt als Zeichen, dass die Macht gekommen ist und unter die Macht des Feindes, der Sünde und Krankheit Rettung haben kann durch den Glauben an den Herrn Jesus. Es ist doch offensichtlich, dass durch diese Wunderwerke in der Stadt, wo Satan eine besondere Macht entfaltete, gezeigt werden soll, dass seine Macht gebrochen war durch den Namen des Herrn Jesus. Schweißtücher heute in diesem Sinne benutzen zu wollen, wäre nicht nur eine vollkommene Verkennung der damaligen Wunderwerke, sondern Aberglaube statt Christusglaube. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Wunder meistens an Menschen geschahen, die bisher unbekehrt waren, dass wir nach dem Grundsatz des Wortes handeln wollen. Wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. 2. Korinther 5, Vers 7. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Oder Johannes 20, 29. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt? Glückselig sind die, die nicht gesehen und geglaubt haben. Zeichen und Wunder sind bestimmten Zeitgrenzen gehalten worden. Erstens die Wunder der Schöpfungsperiode. Zweitens die Wunder der Erlösungsperiode, also 2. Mose, Josua, besonders durch Mose und Josua vollführt. Drittens die Wunder der Wiederherstellungsperiode, 1. Könige, 2. Chroniker, Elia, Elisa. Viertens die Wunder der besonderen Gottesoffenbarungen der Gnade, die 4 Evangelien und Apostelgeschichte. Der Jesus und seine Apostel. Fünftens die Wunder der Befreiungs- und Erneuerungsperiode, welche noch zukünftig ist. Offenbarung 11 bis 20, Vers 1 bis 6. Sechstens die Wunder der Neuschöpfungsperiode des Weltalls. Offenbarung 21, die ersten 7 Verse. Diese verschiedenen Wunder bilden bzw. bildeten die Einleitung je eines neuen Zeitabschnittes in der Geschichte des Waltens Gottes mit seinen Auserwählten. Und wenn wir beachten, dass, wie wir schon bei anderen Gelegenheiten einmal betont haben, nur Juden göttliche Wundertäter waren und außerhalb der umgrenzten Wunderperiode ganz wenige Wunder verrichtet wurden, so wird uns von Gott der Zeitboden selbst zugeteilt, auf welchem es Gott wohlgefiel, sich also zu offenbaren. Im letzten Grund ist das Übergehen dieser Dinge doch ein Verkennen der Wege Gottes. Es ist für uns nie eine Frage der Macht Gottes, sondern seiner Weisheit, die wir in seinem Worte zu verstehen suchen. Wir haben hier keinen Raum, diese Frage eingehend zu behandeln, doch möchten wir doch da hervorheben, dass die Grundlage aller Wunderwirkungen die Totenauferweckung ist. Darum nehmen die Totenauferweckungen auch einen hervorragenden Platz ein. Sie sind wirksam gewesen durch Elia, den Herrn Jesum, Petrus und Paulus, die Bibelstellen. Das sind 8 Auferweckungen. Aber auch Israel wurde aus dem Grabe Ägypten von Gott gerufen. Die Taten in Christo werden auferweckt werden. Israel wird geistlich auferweckt werden.
So ist die Auferweckung stets der Ausgangspunkt jener Wunderperiode, wie auch Gott auf dem Boden der Auferstehung physisch und geistlich nur seine Wunderherrlichkeit entfaltete, weil Christus, sein Sohn, unser Herr, durch sein Sterben und seine Auferstehung die gerechte, sittliche, wohlgefällige Grundlage gelegt hat. Ihm sei Preis und Dank. Doch nun nochmals zurück zu unserer Markus-Stelle. Markus ist das vernachlässigte Evangelium. Es wird am wenigsten gelesen, verstanden und verwirklicht. Die Gründe sind viele, warum es so ist. Nicht die Kürze des Evangeliums, denn diese müsste eigentlich das Gegenteil bewirken. Doch die Ähnlichkeit mit Matthäus halten die Kinder Gottes zurück, dieses wunderbare, kurze Zeugnis Gottes für den treuen und vollkommenen seiner Diener zu lesen, sondern, wie wir vermuteten, ist es das verborgene, beständige Wirken und Dienen für seinen Gott, was uns vielleicht unbewusst abhält, dieses Evangelium besonders zu studieren. Die meisten haben wohl ein besonderes Interesse für den Zeichenschluss dieses Evangeliums, aber wenig für seinen Inhalt und sein Wesen. Im Allgemeinen sagt man, dass Christus uns hier als der vollkommene Diener und Prophet gezeigt wird. Das ist wahr. Doch hat dem Schreiber dieses einmal für kurze Bemerkung eines Bruders viel genützt, dem Herrn im Markus als das Neuschaffenden und Wirkenden zu sehen und derselben Phase in geistlicher Weise durchläuft, in welcher er am Anfang als Schöpfer Gott sich offenbart. Wir sehen eine wunderbare Übereinstimmung von 1. Mose 1 bis Kapitel 2, Vers 3 mit dem gesamten Markus-Evangelium. So auch mit den Schlussversen dieses Evangeliums, die uns viel klarer werden in dieser Betrachtungsweise. Matthäus geht zurück auf David und Abraham. Es ist die Verheißungslinie. Lukas auf die von David eingeführte Priesterordnung und auf Adam. Johannes geht über den Anfang der Schöpfung hinaus. Markus aber geht auf den Anfang der Schöpfung zurück. Darum fängt es an, Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Und hier die Tabelle, wie ihr vergleichen könnt, wie das 1. Mose 1 mit Markus 1 korrespondiert. Ihr nachher alles nachlesen, das Pfeil kann man ja nachher komplett ausdrucken. Diese Zusammenstellung ist ganz primitiv gehalten und hat nur für Menschen anregenden Wert. Die Gottes Wort lieben und tiefer in das Wort Gottes einzudringen suchen. Wir sind überzeugt, dass hier noch viele unerforschte Tiefen liegen, die uns dieses so vernachlässigte Evangelium sehr kostbar machen würden. Dies ist der Grund, dass am Ende dieses Evangeliums vom Herrn der Befehl gegeben wird, nicht nur der ganzen Welt, sondern der ganzen Schöpfung. Denn darum handelt es sich hier, das Evangelium zu verkündigen. Worte, die nur im Markus genannt werden, ist das zufällig? Die ganze Schöpfung soll die Kunde von dem Sieg über Satans Sünde, Tod durchdringen. Die Zusicherung, dass die Schöpfung frei wird von der Knechtschaft der Sünde. Anschließend an diese Botschaft wird von der Dämonenaustreibung gesprochen, wie Satan aus dem Menschen ausgetrieben wird. So wird er einst von der Schöpfung Gottes, von dem All des Lichts und der Wonne für ewig mit seinem Anhang ausgeschlossen werden. Aber das Merkwürdige ist, dass in diesem kurzen Evangelium viel ja mehr übereingehender von
von den Feinden berichtet wird als in den anderen. Es sind so viele Stellen, dass wir hier gar nicht anführen können. Der Schöpfer und Erlöser Gott reinigt seine Schöpfung von der Macht des Feindes. Es geht zurück auf 1. Mose 3, wo wir den Sündenfall finden. Darum wird der Feind am Ende ausgetrieben. Dieses Wort steht in enger Verbindung mit dem Inhalt, Zweck und Ziel des Evangeliums. Nur hier finden wir das Wort Schweige und Verstumme. Satan wird zum Schweigen gebracht und muss verstummt werden. Der die Schöpfung vor seinem Einfluss reinigt. Sie werden neue, nicht andere Sprachen reden. Wir haben das Verkehren im Gespräch mit Gott verloren. Wir lauschen auf die Stimme des Feindes. Unsere Sprache hat ihre Quelle in der Gottentfremdung, Gottes Unkenntnis und dem Unglauben. Wenn Satan ausgetrieben ist, sprechen wir neue Sprachen, weil wir die neue Lehre Markus 1, Vers 27 und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sprachen, was ist dieses? Was ist das für eine neue Lehre? Denn mit Gewalt gebietet er selbst den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm ins Herz aufgenommen haben. Dinge, die wir nur im Markus finden. Nicht wir sind der Schlange unterworfen, sondern sie ist uns unterworfen. Die tödlichen Quellen sind entgiftet. Der Tod hat keine Macht über uns, die wir mit dem Auferstandenen verbunden sind. Wir sind stark in unserem Herrn und die Schwäche des Zweifels ist beseitigt. Alle diese fünf Dinge finden wir in 1. Mose 3. Wir haben keinen Zweifel, dass dies der Grund ist, sie hier genannt zu finden. Die zwei Wunder, die wir nur im Markus finden, ist Markus 7, 31 bis 37, Markus 8, 22 bis 8, 26. Und die charakteristisch für dieses Evangelium sind, bestätigen dieses. Wir hören und reden Gott gemäß in neuen Sprachen. Unsere Sprache ist von dem Unglauben, Zweifel, Gift der Sünde gereinigt. Und wir haben geöffnete Augen über die herrliche Neuschöpfung Gottes. Wir fanden eine solche Fülle von Stoff in der Eigenart dieses Evangeliums und der Darstellung des Herrn, dass, wenn wir ihn nur oberflächlich behandeln wollten, wir anstatt einem Buch schreiben müssten. Wir empfinden, wie unfähig wir sind, die Fülle des Stoffes dieses Evangeliums zu meistern. Ja, dass wir nicht einmal fähig sind, die wenigen Brocken und Anregungen in einer ihm würdigen Form dem Leser darzubringen. Der Herr schenke uns Gnade, sein Wort und seine Person zu lieben, zu lernen, dass wir nicht nur eifrig beten, sein Wort lesen, sondern auch tun, was er sagt. Denn wir werden wirklich sagen können, was gleichsam die Überschrift des Evangeliums ist. Er hat alles wohlgemacht. Vergleiche dazu das sechsfache Gut und das einmalige sehr gut in 1. Mose 31, Vers 1. Mose 31, Amen. Von Steiner in Handreichungen nachzulesen in Clever Studien Bibel vom CLV.